Buchgebabbel. Der Podcast zur Buchempfehlung. Nur gute Bücher. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buchgebabbel. Heute mit einer Interviewfolge. Im Interview hatte ich Lisa Billard, die ich mit ihrem Buch Geist und Dunkelheit in einer regulären Buchgebabbel-Folge vorgestellt habe. Wenn ihr erst das hören wollt, kein Problem, dann macht jetzt hier mal auf Pause, hört euch die Folge an über das Buch und dann wisst ihr auch, worüber wir hier babbeln. Ich muss leider vorweg schicken, wir müssen uns recht herzlich bei der ehemaligen Forschungsministerin Anja Karliczek bedanken, die heute keine Sau mehr kennt, nur noch für ihren Spruch, dass wir nicht 5G an jeder Milchkanne brauchen. Doch brauchen wir, denn die Aufnahme ist an einigen Stellen etwas zackig. Das bitte ich schon im Voraus zu entschuldigen. Ich habe natürlich in der Nachbearbeitung versucht, die ganz schlimmen Stellen glatt zu ziehen bzw. rauszunehmen. Aber das Gespräch sollte dennoch informativ genug bleiben, um Lisa Billard und ihr Werk vorzustellen. Also, ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen bei der aktuellen Folge und dem Interview mit Lisa Billard. Herzlich willkommen, Lisa Billard. Dankeschön. Schön, dass wir uns jetzt zusammenfinden konnten, nachdem ich Wochen gebraucht habe, um dein Buch zu lesen, weil es so dick ist. Ja, das ist aber verständlich. Ja, es sieht man selten. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich dich bitten, mal kurz dich vorzustellen, unseren Zuhörenden, wer du so bist, was du so machst und warum wir heute hier reden. Ich bin Lisa Billard, ich bin 21 Jahre alt und habe ein Buch geschrieben. Das fasst das ganz gut zusammen. Okay, na gut, dann dröseln wir das mal auf. Du bist 21 Jahre alt und hast ein Buch geschrieben. Das ist ja schon mal außergewöhnlich, mit 21 Jahren schon, nicht ein Buch geschrieben, sondern ein Buch auch veröffentlicht zu haben in einem regulären Verlag, wohlgemerkt, also nicht im Selbstverlag. Das ist ja schon eine Leistung, würde ich sagen. Aber das ist ja nicht so, dass du seit gestern erst schreibst, richtig? Nee, also schreiben tue ich eigentlich schon, ich sag mal, seitdem ich schreiben kann. Okay, das ist natürlich außergewöhnlich. Das, kam das einfach so, als ob in dir drinne, oder? Schwierig zu sagen. Also ich konnte früh schreiben, ich konnte im Jahr schon lesen und schreiben und meine Mutter hat uns auch immer gefördert und vorgelesen und dann die Geschichten, wenn das Buch vorbei war, auch alleine weiterzuspinnen. Okay. Und irgendwie kam es dann. Meinst du, das war jetzt einfach nur Training oder war das in dir drinne? Mit den Geschichten. Weil es ist ja so, ich meine, du kannst natürlich auch schnell lesen und schreiben lernen, aber trotzdem willst du keine Geschichten erzählen. Tja, also ich, schwierig. Also ich war und lese auch die Bücher heute noch, immer ganz großer Fan der Buchreihe Warrior Kids. Okay, was ist das? Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das ist eine Kinder-Jugendbuchreihe über verschiedene Katzenclans, die sozusagen agieren und Kriege führen und was alles. Ich glaube, da gibt es mittlerweile über 100 Bände. Boah, okay. Und in der Community bin ich seit 9 oder 10, seitdem ich 9 oder 10 war. Da ist das ganz oft so, dass man seinen eigenen Charakter entwirft und so seine eigene Warrior Cats Fanfiction sozusagen schreibt. Und das war so das erste Mal, dass ich eine Geschichte so richtig strukturiert habe. Okay, und dann meine Katzengeschichte sozusagen erfunden habe. Ich denke mal, das waren so die ersten Motivationsschübe, was zu schreiben. Okay, aber da sieht man schon, du bist schon von jeher in der Fantasy-Ecke beheimatet. Jetzt ja auch mit deinem aktuellen, beziehungsweise mit deinem ersten Buch. Da würde ich jetzt gerne mal tiefer mit dir reden, weil ich habe es gelesen. Ich bin kein Fantasy-Leser, ehrlich gesagt. Also die einzige Berührung, die ich mit Fantasy habe, ist eigentlich Stephen King. Und ja, aber ist es eigentlich noch Fantasy? Also gut, Teile davon schon, Logo. Also zum Beispiel Kuyo oder sowas oder Friedhof der Kuscheltiere, das ist ja schon Fantasy. Aber es ist ja auch immer ein bisschen ein Horroranteil relativ hoch. Ne? Aber mein allererstes Buch, was ich gelesen habe, war Klaus Störtebeker. Damit wurde ich dann, also das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre nicht mehr auf zu lesen. Habe ich bis heute durchgezogen.
lese eigentlich immer irgendein Buch. Und dann habe ich das erste Buch von Stephen King war Tommyknockers. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Und kenne ich nicht, ne? das ist sehr Fantasy eigentlich. Also da geht es aber auch ein bisschen mit Außerirdischen und so. Und aber da hat mich sofort der Stephen King gecatcht und ich habe dann 12 Stephen Kings hintereinander gelesen und Ui. habe nichts mehr anderes gelesen zu der Zeit, das weiß ich noch. Und dann hatte ich irgendwie keinen Nachschub mehr. Und dann habe ich natürlich auch noch andere Sachen gelesen. Aber bei Stephen King ist es ja auch so, der ist ja sehr vielseitig auch. Ich meine, er kann ja auch einen ganz stinknormalen Krimi schreiben und so. Bei mir ist es einfach die Art des Schreibens, die mich gefesselt hat. Und also ich möchte dich jetzt nicht mit Stephen King vergleichen, aber was mir bei deinem Buch, das übrigens Geist und Dunkelheit heißt, aufgefallen ist, dass du dafür, dass du erst 21 bist, einen ziemlich ausgereiften Schreibstil hast, der sehr handwerklich sehr, sehr stark ist, meiner Meinung nach. Und das doch ein Page-Turner ist, dein Buch. Trotz 660 Seiten und es eigentlich keine Dankeschön. Längen hat. Also ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, das Buch. Die Geschichte ist spannend. Gutes Genre, meine Güte. Ja, muss man, also man kann es auch ausblenden, meiner Meinung nach. Weil letztendlich ist das Buch ja auch, naja, es ist, also es muss nicht im Fantasy-Bereich spielen. Es hätte auch in einer realen, sagen wir mal, in einem Mittelalter-Setting oder so spielen können, wenn man einfach die Dämonen mit irgendwelchen anderen Kriegsgegnern oder sowas austauscht. Oder bist du Stimmt, da, es hätte auch ja? so mehr in Krimi-Richtung gepasst. Ja, also es war ja eigentlich ein. Wie würdest du es denn einordnen? Was hast du dir denn dabei gedacht, sagen wir es mal so? Der Anfang ist so ein bisschen unangenehm, sozusagen. Also ganz früher war ich als Kind so ein totaler Fan von Superhelden. Ja. Und besonders diese alten Batman oder Robin-Folgen oder Filme, ich weiß gar nicht mehr, was es sind. Dann war mit, ja, ich glaube mit 9 oder 10 Jahren so eine Idee, eine Geschichte, wo alle Superhelden in einer WG wohnen und dann zusammen Fälle lösen. Ja. Das war Okay. so Ja, passt. irgendwie. Ich sag mal, aus Batman und Robin wurde dann diese Daniel und Cody-Beziehung, also diese beiden Protagonisten aus Geist und Dunkelheit, Ja. die haben da sozusagen ihren Ursprung. Okay, wer ist Und je Batman? älter. Der Cody, oder? Schätze. Nein, Nein. der ist schon. Der. Also, es war so ein bisschen dieser Grundbaustein von einem älteren Protagonisten und einem jüngeren. Ach so, aber der Cody bringt doch dem Dan irgendwas bei. Dann ist er ja eigentlich der Ja, gut, Batman. stimmt. Ja. So habe ich das noch nicht gesehen. Okay. Je älter ich wurde, umso mehr sind dann die Superhelden gewichen. Es war dann irgendwann plötzlich doch nicht mehr so cool. Dann habe ich das Setting nach und nach in einen anderen Rahmen gebaut. Okay, Ist, ja. ja. Vielleicht sollten, also man kann ja ein bisschen was drüber erzählen, also ohne zu spoilern jetzt. Also es geht eigentlich um eine, es ist Eben, ich eine dachte schon. fiktive Realität, würde ich es einordnen. Also dass man sagt, dass es Dämonen auf der Welt gibt, überall. Und Ja, es das Firmen würde ich schon. mittlerweile gibt, die nichts anderes machen, als diese Dämonen zu verjagen oder zu jagen. Also das ist so der Rahmen des Ganzen. Dass halt irgendwo die Hölle aufgebrochen ist und die Dämonen auf der Erde wandeln und halt eingefangen werden müssen. Ja, aber die machen ja erstmal nicht so wirklich Stress, weil es gibt ja diese Firmen, die sie einfangen. Und das wäre so das Setting von dem Buch. Aber dann ist natürlich die Welt bedroht und dann passieren halt so Sachen, ne? Die passieren, So Sachen, ja. wenn die Welt untergeht. Ja. Aber ich fand also von Anfang an wirklich, es ist, Buch nimmt auch keinen Anlauf, weil das hast du ja auch oft, dass dann irgendwelche Geschichten erzählen, wo dann erstmal ein riesen Anlauf genommen wird, bis die eigentliche Geschichte kommt. Fand ich eigentlich auch, finde ich immer sehr gut, wenn die Geschichte gleich losgeht. Ich mag das nämlich nicht, wenn du, keine Ahnung, fährst dann ewig da rum und siehst nichts und irgendwann explodiert es und dann ist das Buch rum. Also für mich ist das wichtig, dass man auch, also gerade im Fantasy-Genre ist ja so, dass du vieles als gegeben hinnehmen musst. Einfach. Und Weil. es gleichzeitig aber irgendwie erklären muss, das finde ich immer Ja schwierig. gut, das kannst du ja im Laufe des Buchs dann immer wieder machen. Hast du ja auch gemacht. Ja, dass man so Ja. einen Grat findet, den Leser nicht so mit Informationen
zuzumüllen gleich zu Anfang, damit er dann für den Rest der Geschichte versteht, was los ist. Ja, du musst ja auch ein paar Rätsel noch haben. Ja, also Ja. deswegen. Das Einzige, was mich ein bisschen, ich will nicht sagen gestört hat, aber was ich dich auch mal fragen wollte, ist, der Cody hat ja gelbe Augen. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ja, orange, so Ja, und warum gelb-orange. ist der nicht gleich aufgeflogen? Oder gibt es in deiner Welt Leute mit orangenen Augen? Also im Alltag hält er sich verdeckt und spaziert jetzt nicht unter den normalen Menschen rum, sodass er nicht unbedingt dort erkannt wird. Ja, aber in der Firma ist er Und ja bei den Huntern. ja, genau, und da erklärt er sich ja mit der Erklärung, dass er selber ein Hunter ist und auch ausgebildet wurde und eben im Laufe seiner Laufbahn, die ja noch nicht so lang gewesen sein kann, schon mehrere Exorzismen hinter sich gebracht hat, die Spuren an seinem Körper hinterlassen haben. Ja, das ist, find ich zum Beispiel schwierig, sowas. Also wenn du Fantasy schreibst, musst du ja für sowas immer Antworten haben, ne? Oder ist das einfach, bist du in diesem Genre so drinne, dass du das, gibt es da Regeln? Also allgemeingültige Regeln? Kannst du die selber machen? Nee. Also, ich habe auch lange gebraucht, um mir was Gutes einfallen zu lassen, weil du hast ja ganz recht, es ist auffällig. Es ist auch schwierig, da irgendwas Glaubhaftes zu finden, weil er kommt ja nun als Dämon in eine Gruppe, die darauf spezialisiert ist, Ja, Dämonen zu genau. erkennen und auszulöschen. Die Erklärung erschien mir so am nächsten. Nö, die Er ist hat auch ja. plausibel. Also finde ich jetzt. Ja, also. Die in der Firma haben es geglaubt. Ja, dann wird es ja auch so sein. Also, dass wenn du so mehrere Exorzisten machst, dass du dann halt was dann hängen bleibt oder so. Aber das ist ja das, was ich meine. Also du kannst, also ich weiß ja nicht, wie ist denn das so bei Vampiren oder sowas? Da war ja jahrzehntelang so die Regel, dem haust du einen Flock ins Herz, dann ist er tot. Oder wenn er aus dem Sarg kommt und Licht abkriegt, zerfällt er zu Staub und so. Und gibt es das auch sowas in der Dämonen-Szene, nenne ich es jetzt mal, so solche Regeln? Also jetzt, ich wüsste nicht, ob es jetzt so spezielle Mythen oder irgendwelche Regeln gibt, was Dämonen und Dämonenjäger betrifft. Aber, Also gut, bei ja. Vampiren ist es einfach, bei Zombies und so, da hat man ja klareres Bild vor Augen. Naja, aber wer setzt denn sowas fest? Ich meine, bei Zombies wissen wir alle, schlägst den Kopf auf, ist er tot. Was ist denn aber, wenn der Zombie weiterlebt? Also ich meine, das könnte man ja auch mal erzählen. Ne, dass es dann eben halt nicht so einfach ist, einen Zombie zu töten. Weil wenn man das sieht bei Walking Dead, die kannst du ja mit der Hand zerquetschen, da die Köpfe. Ja. Und Naja, aber bei Vampire Diaries habe ich früher ganz gerne geschaut. ja, da bin ich raus. Das ist ja auch so eine Frauenserie. Da gibt es ja dann die Regel, dass die Vampire bestimmte Tageslichtringe mit Eisenkraut tragen. Aha. Und solange sie diese Ringe tragen, können sie zum Beispiel ins Sonnenlicht. Siehst du, genau Also das meine daran ich. hat Also sich ja man auch. kann dann schon seine eigenen Ja. Regeln machen, ohne dass man da Stress kriegt. Ich weiß nicht, wie die Community dann darauf reagiert. Gibt's da nicht irgendwie so, wenn du jetzt irgendwas, sowas wie mit den Ringen oder so, da gab es doch bestimmt irgendwelche, die dann rumgezickt haben, oder? Also ich kann nicht Die vorstellen. vielleicht mit Dracula aufgewachsen sind. Ja, genau. Aber jetzt so Die von der eher. jungen Generation. Ich bin mit Vampire Diaries aufgewachsen. Okay. Also, Gut, da kann man natürlich sagen, wir setzen neue Standards, ne? Einfach. Also ich meine, dieses ist ja auch re relativ erfolgreich gewesen, ne? Und ja, es gibt ja auch einfach mehr Freiheit dann. ja. Ja, ist schon ein bisschen schwierig so als Vampir sonst. Ne? Aber ich glaube, es war ja auch Wir schon sind bei Vampire. Twilight oder so. Die sind ja noch nicht ans Licht, weil die Glitzer haben oder so, ne? Also die waren, Der hat glaube ja geglitzert oder irgendwie sowas. ich. Ja, ich glaube, Das war die waren ich. auch. Twilight war nie meins. Ihr meint's auch nicht, aber ich meine mal, irgendwas gesehen zu haben, dass die. Also das war mir viel zu schnulzig, ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich. Puh. Naja, das hat ja nichts. Naja, gut, ich glaube, die haben sich auch. Ich habe keinen einzigen Film gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe immer nur Ausschnitte gesehen und einmal habe ich gesehen, die sind da wohl hingezogen in dieses Kaff, weil es da am meisten Wolken gibt und die Da Sonne, regnet es die ganze Zeit, genau, da oder? regnet es die Ja. ganze Zeit und es wäre gut, weil wenn die Sonne auf ihre Haut fällt, fängt die an zu glitzern und da würden sie sich verraten. Also sowas habe ich im Hinterkopf irgendwie mal. Aber das ist Das natürlich auch stimmt. eine Variante, ne, für die Vampire. Also die zerfallen nicht zu Staub. Die glitzern.
Kann man auch machen. Ja, Ist auch ein bisschen gerade wo ich es weniger ausgesprochen dramatisch. habe, habe ich gerade gemerkt, wie bescheuert es eigentlich ist, ne? Also. Das ist schon. Okay, krass. Ja. Wie zerfällt zu Staub? Lag der Nein, du Fokus woanders. glitzerst. Du musst auch erst mal drauf kommen, jetzt mal ohne Scheiß. Du. Der zerfällt zu Staub? Nein, der glitzert. Sieht dabei auch noch unheimlich Ja, schlank aus. natürlich. Ist auch ständig Das geschminkt und ist so. Ja. schrecklich. Geil. Wer hat das eigentlich geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Oder sind es mehrere? Oder ist das, war das eine Frau? Stephanie Meyer war das. Ah, okay, gut. Die hat auch danach, soweit ich weiß, nie wieder was geschrieben. Das, ich meine, von der Joanne K. Rowling kommt auch nichts mehr, ne? Jetzt. Verstehe ich immer nicht, wenn du so ein Glück hast und so Ja. groß wirst mit deinen Werken und dann einfach aufhörst. Naja, die hat schon ein bisschen was gemacht. Also die Joanne K. Rowling, die hat unter einem Pseudonym einen Krimi geschrieben und der wurde irgendwie nur 500 Mal verkauft und dann Lol. haben sie ihren Namen drauf geklatscht und dann ist er natürlich verkauft worden. Und Gut, aber auch Krimi passt ja eigentlich gar nicht zu ihrer Zielgruppe. nö, aber die hätten es trotzdem gekauft. Siehst du ja, ich meine, die schreibt einen anderen Namen drauf und dann geht's denen wie 99% der Autorinnen und Autoren wird halt nur 500 Mal verkauft. Da siehst du, dass der Name dann zieht. Ne? Aber ich hätte auch noch ein oder Ja zwei gut. andere Bücher, aber die halt relativ wenig Erfolg hatten oder vergleichsweise. Gut, was willst du mit Harry Potter vergleichen? Ja. Also die mit Messlatte, die liegt ja ziemlich hoch. Ja, das ist ja ein Märchen. Aber das sind halt auch wieder so Sachen, ne? So Nele Neuhaus und Joanne K. Rowling, die dann immer dafür genommen werden. Welche Ziele willst du denn erreichen? Ja, ich will sein wie Joanne K. Rowling. Wenn wir auch immer sagen, ja, dann lass stecken. Wird nichts, dann Ich glaube, das ist so spiel lieber Lotto, unwahrscheinlich. ja, hast du mehr Chancen. Ja, das ist das, was die wenigsten. Ich hab mal so ein Seminar gegeben für, naja, also wir hatten so eine Autorengruppe, so einen Stammtisch und dann waren halt viele Anfänger dabei und da habe ich gesagt, komm, wir versuchen das mal ein bisschen ja eure Gedanken zu sortieren, also auch was das Marketing anbetrifft und so, wie die Branche funktioniert. Nee, nee. Und dann habe ich auch am Anfang gestellt, was ist denn euer Ziel? Was wollt ihr denn erreichen? Na, die Hälfte gesagt, ich will in die Spiegel-Bestsellerliste oder ich will sein wie Nele Neuhaus. Und ich sage, ja gut, dann ich will jetzt nicht gleich die Illusion zerstören, aber wie gesagt, spiel lieber Lotto, das ist einfacher. Träumen darf man Ja, ja, man aber kann ja träumen irgendwie. und das ist ja auch, das sind ja auch immer so Geschichten, weißt du? Die Nele Neuhaus hat früher aus dem Keller raus die Bücher verkauft, ne? Ja, aber dass die dann halt eine Freundin hatte, die beim Ullstein Verlag im Lektorat gesessen hat. Das wissen halt auch nicht alle. Ja, du kommst nicht durch die Vordertür, das ist ja das Problem. Du musst ja immer einen haben, der dich an die Hand Heutzutage nimmt. schon gar nicht mehr. Ja, sowieso. Und das nächste Problem ist, dass ja heutzutage jeder ein Buch veröffentlichen kann, was ja auch wirklich ein bisschen den Überblick verliest. Was ist denn jetzt Qualität und was nicht? Ne? Das ist halt schwierig. Was kommt woher und durch? Ja. Ist das überhaupt durch eine Kontrolle? Machen sie da halt leider erst beim Lesen. Das ist das Problem. Aber gut, wie bist du denn hier, wo ist es erschienen? Also bei Bedai Toms, klar, aber in welchem Label? Lindwurm Verlag. Lindenwurm, das sind die, was machen die? Ist das Fantasy? Das Ah, ist der okay. Fantasy Verlag. Wie hast du denn da den Kontakt bekommen? Über die Birgit oder wie? Oder wie ist das gelaufen? Ja, genau. Siehst du? Ich hatte auch nur Glück, sage ich mal, dass meine Lektorin das Buch nach dem ersten Bearbeitungsdurchgang so gut fand, dass sie das der Sandra Thoms vorgestellt hat. Okay, also du hast den Weg gewählt, du hast dir eine Lektorin gesucht, die dir quasi hilft. Und was hättest du danach gemacht, wenn die Lektorin fertig gewesen wäre? Agentur oder hättest du es dann irgendwie klassisch weggeschickt? Ursprünglich wollte ich nur meine Bewerbungsunterlagen lektoriert haben, also dieses Okay. kleine Leseprobe und das Ja, Exposé, ja. damit zumindest das gut aussieht, wenn das irgendwer auf seinem Schreibtisch hat. Und irgendwie sind wir dann aber zum ganzen Manuskript gekommen. Und ja, also ich wollte es ursprünglich ganz klassisch an die einzelnen Verlage schicken. Hättest du auch, hast du auch an Agenturen gedacht oder wolltest du direkt an die Verlage? Ja, Agenturen hatte ich auch auf dem Zettel, aber im Internet streitet man sich, dass man mehr Erfolg hat. Okay, also über Agentur ist es halt so, dass du nochmal so eine Qualitätsprüfung durchläufst, mehr oder weniger. Also die Agenturen nehmen ja auch nicht alles. Das, was Erfolg verspricht, weil die ja auch dann erst bezahlt werden, wenn das Manuskript verkauft wird. Also finde ich es sinnvoller, wenn du über eine Agentur gehst, wenn du es natürlich direkt packst.
Ich muss erzählen, ich bin ja eigentlich auch nur durch Zufall an meinen ersten Verlag gekommen. Also das war auch über so ein, also ich hatte ja auch klassisch alles weggeschickt, wie man das halt so macht. Und natürlich ohne Erfolg. Und irgendwann dachte ich mir, ich muss einen anderen Weg gehen. Und habe gesagt, ich tauche jetzt hier in die Frankfurter Schriftstellerszene ein. Also, und habe dann auch gezielt gesucht nach irgendwelchen Treffen und Autoren, Stammtischen und habe einen hier in der Nähe gefunden. Und ich wollte an diesem einen Abend, und da meinen Verleger getroffen habe, bei diesem einen Stammtisch, also er war nur an diesem einen Abend da, es war einfach Schicksal. Und der Das fand, war wirklich ja, Glück. und der fand das halt ganz interessant, was ich da gemacht habe. Und der hatte auch einen eigenen Verlag, also einen eigenen Verlag, hat nur seine eigenen Bücher, das war so einer der ersten Selbstpublisher. Und der wollte sich aber ein bisschen erweitern und wollte auch Fremdautoren aufnehmen, und ich war der Erste, den er da genommen hat. Und weil ich da gerade den Gewürzhändler zu Frankfurt im Angebot hatte. Und den fand er gut und den hat er ganz gut verkauft. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Ja. Und jetzt bin ich beim 15. Buch. Beim Und 15. Buch. Ui. ja, ich mache das ja Das schon seit ist. 20 Jahren. Aber ich muss sagen, es ist gut, wie es gelaufen ist. Ich kenne die Branche jetzt eigentlich ganz gut und es hilft mir auch. Aber ich, wie gesagt, das mit dem Geld, das habe ich mir auch ganz schnell dann von der Backe geschminkt, dass ich da, weil Das glaube ich. das war sehr ernüchternd, sagen wir es mal so. Schreibst du heute noch aktiv? Ja, ich bin gerade am nächsten Roman. Der soll im Frühjahr nächstes Jahr erscheinen. Und das ist aber dann, wie soll ich sagen, ein Roadmovie über drei Fans der Eintracht aus Frankfurt, die zum Pokalfinale nach Sevilla fahren. Das ist eher so ein Spaßbuch, sagen wir mal. Also ich bin so an einem Punkt, wo ich aufgegeben habe, mich abzuzappeln und jedem gefallen zu wollen und mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht. Und das ist für mich wichtig im Moment. Aber Steht ja auch eigentlich im Vordergrund. ja, darum geht es ja letztendlich. Ja. Also für mich ist das Schreiben einfach eine Ablenkung vom Alltag und ich kann dann eintauchen und alles ist gut und habe meinen Spaß damit und wenn es halt ein Buch wird am Ende, umso besser. Und wenn es irgendjemandem gefällt, noch besser. Aber ich muss nicht mehr jedem gefallen. Und das ist das wichtigste Erkenntnis von allen, glaube ich. Je früher Kein du die Trend mehr hast, hinterherlaufen. nee, gar nicht. Du wirst immer einen haben, dem es nicht gefällt und drauf geschissen. Dann soll er es halt nicht lesen. Fertig. Dann, ja, damit dann, also das so einzustecken, ich hoffe, das lerne ich schnell. Ja, ist schwierig. Also hast du schon schlechte Rezensionen bekommen? Noch nichts unter 4 Sternen. Das ist schon mal gut. Aber irgendwann kommt es mal, wo dann ein Stern Ja, ich steht. habe Ja. auch die ganze Zeit, ich warte eigentlich nur drauf, dass ich es hinter mir habe. Also das tut weh, ich sag's dir gleich. Aber nimm's dir nicht zu Herzen. Schön, dass du noch keine bekommen hast. Das finde ich, spricht ja auch wieder für dich, für die Qualität deines Buchs, die ich ja hier unterstreichen muss. Also muss ich wirklich, ich habe ja noch eine andere Folge gemacht, wo ich das Buch explizit vorstelle und da ein bisschen mehr drauf eingehe. Also wer da jetzt reinhören möchte, der kann es gerne tun. Ja, wir reden hier weiter mit der Lisa über ihren Werdegang. Hast du denn schon ein neues Projekt an der Mache oder genießt du jetzt erstmal das? Ne, also aktuell schreibe ich an einem neuen Projekt, was damit noch so gar nichts zu tun hat. Ich habe aber auch die Planung für einen Folgeband schon beendet. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Das kam ja auch oft hier, habe ich gesehen, hier in den Kommentaren und Rezensionen, dass viele Leute einen zweiten Teil fordern. Ja, was mich auch überrascht hat, aber natürlich auch gefreut. Ich habe ja das Ende schon so ein bisschen danach gestaltet. Ja, es ist, also es ist nicht offen, aber man merkt, da geht noch was. Also könnte weitere Fälle der beiden sich vorstellen, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe so einen ganz, ganz groben Plan, dass die Geschichte befriedigend beendet werden kann in 3 Bänden. Ja, weil irgendwann läuft sich's halt auch tot. Also da musst du auch aufpassen, dass dann irgendwann, dass es dann albern wird. Also ich habe zum Beispiel eine Serie gehabt mit einem, die spielte Anfang des 20. Jahrhunderts. Von Domtürmer in Frankfurt, der Mordfälle gelöst hat. Gut, der hatte einen Freund bei der Polizei. Also im ersten Buch hat er eine Leiche gefunden und da hat er sich dann dahinter geklemmt. Im zweiten war er dann mit dem Polizisten befreundet, aber nach dem fünften habe ich dann gesagt, hier, kein Mensch der Welt findet ständig irgendwo irgendwelche Leichen. Ja, wem willst du denn das verkaufen? Ja, dass ein Privatmensch irgendwo über Leichen stolpert in seinem ganzen Leben jedes Jahr.
Deswegen habe ich gesagt, jetzt wird es jetzt langsam unglaubwürdig. Der hat jetzt 5 Mordfälle gelöst als Feuerwehrmann oder Domtürmer. Und Alle durch Zufall, ja, schon. genau. Also da habe ich mir selbst gesagt, so, nee, jetzt wird's affig. Ja. Und deswegen habe ich dann was anderes gemacht. Habe dann auch die Zeit gewechselt. Weil ich habe es dann nicht mehr historisch geschrieben und wollte dann auch nicht mehr so historisch schreiben. Weil irgendwann ist es dann halt auch mal abgenudelt. Und das war ja immer mein großer Vorteil. Ich muss ja nicht schreiben. Und das ist halt auch ein Vorteil. Also, weiß nicht, kennst du professionelle Autorinnen oder Autoren jetzt persönlich? Nee, Wow. gar nicht. Das ist ja so, wenn du dich mit denen austauschst, die haben ja einen ganz anderen Druck, ne? Für die ist es ja wie Arbeiten. Also wenn die davon leben, dann müssen die jeden Tag 8 Stunden daran glocken. Und also ich kenne Bestseller-Autoren persönlich, die 4 Bücher im Jahr abliefern müssen. Und das ist natürlich 4 Bücher im vier Jahr. Bücher im Jahr, um Das davon ist. leben zu können. Und das ist schon brutal. Und dann kenne ich noch eine, die hat, glaube ich, 6, ich meine 6 Pseudonyme, die sie ständig bedient, um davon leben zu können. Ah, das ist schon krass. Also das macht ja dann auch keinen Spaß mehr, finde ich. Und Ich kann mir vorstellen, dass da auch dann sämtliche Kreativität und ja, Leidenschaft irgendwie untergeht. du greifst dann irgendwann in die Textbausteinschublade und holst sie raus. Wie lässt du dich denn so inspirieren für deine Bücher? Also bleibst du jetzt in der Fantasy oder wechselst du das Genre oder ist es einfach deins? Also ich glaube, Fantasy fällt mir am leichtesten, weil meine Ideen automatisch in die Richtung gehen. Und also ich sage immer, bei mir kommen die Charaktere vor der Geschichte und vor dem Plot. Okay. Also wenn ich eine neue Idee habe, oder auch bei Geist und Dunkelheit war das so, dass die Charaktere schon ewig da waren. Früher eben als Superhelden und dann irgendwann als Menschen. Und dass ich dann erst anfange, die Geschichte darum aufzubauen. Cool, auch eine schöne Vorgehensweise. Also, du lässt dich quasi von den Charakteren inspirieren zur Geschichte, oder? Kann man das so verstehen? Genau, also ich habe sozusagen eine grobe Idee, wie dann auch die Charaktere zusammenspielen und natürlich auch ein bisschen, wer was ist. Also bei Cody am Anfang an klar, dass er was Übernatürliches ist. Das heißt, dann musste das dann ja auch irgendwie in die Geschichte passen. Dann habe ich sozusagen Daniel danach als Dämonenjäger dann erstellt oder kreiert, damit er dazu passt und dann wiederum diesen ganzen Plot mit den Dämonen und mit den Jägern darum aufgebaut. Welche Dadurch. Phase des Schreibens findest du am besten für dich? Welche macht dir am meisten Spaß? Das ist eine gute Frage. Also ich plane nicht gerne. Okay. Ich schreibe ungerne die Stichpunkte und die Kapitelinhalte und mache mir ungerne so einen Rahmen, den ich dann sozusagen abschreiben kann. Gut, das mache ich gar nicht. Also, ich habe zwar ein Exposé, um das Buch dem Verlag vorzustellen und dann halte ich mich eigentlich so gut wie nie dran. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich bin da mehr so der Chaosschreiber. Also bei mir ist es so, dass ich halt irgendwie so eine Grundidee habe, die ich ganz gut finde. Die presse ich dann in ein Exposé, um irgendwas in der Hand zu haben, zu sagen, guck mal, ich habe hier was, könnt ihr drucken. Und ja, dann schreibe ich die Geschichte gerade nochmal neu. Also ist jetzt bei dem aktuellen Buch ist es das erste Mal so, dass ich mich wirklich ans Exposé halte, weil es auch nicht anders geht, weil es ja ein Roadmovie ist, mehr oder weniger. Und da gibt es dann wenig Alternativen. Du kannst es natürlich schon variieren, aber du hast ja so eine gewisse Strecke von Frankfurt nach Sevilla, die einfach Zwang ist, mehr oder weniger. Und die Sachen, die ich da auf diesen verschiedenen Stationen schon aufgeschrieben, die sind eigentlich so gut, dass ich die zu übernehme. Jo, wechseln wir mal das Thema. Hast du denn schon Lesungen mit deinem Buch gemacht? Nee, noch gar nicht. Okay, sind da welche in Aussicht? Gibt es da irgendwie schon Termine, oder? Also ich hatte ein Angebot, sage ich mal, von den Itzehoer Maltesern, ob ich da mal eine Lesung für die Mitglieder machen möchte. Ich habe mich aber bisher noch nicht getraut. Hast du vorzulesen oder generell nicht machen? Doch, ich würde es schon gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das erste Mal ist wahrscheinlich das Schlimmste, wenn man dann so unsicher ist und gar nicht weiß, wo man Ja, soll. ist schwierig. Also bei meiner ersten Lesung war auch eine Katastrophe, würde ich sagen. Da hatte ich nämlich auch so ein paar lateinische Begriffe in diesem Buch.
die ich noch nicht mal richtig aussprechen konnte und musste mir es dann hinterher anhören. Und das war schon ein bisschen peinlich. Ja. Aber mittlerweile hast du da auch ein dickes Fell ange. Also du hast ja immer so Leute im Publikum sitzen, die dich dann gerne verbessern wollen oder die aufschreiben und solche Sachen, ne? Und die dich Die dann dann gerne Tipps geben. genau und die dann irgendwie erzählen wollen und so. Wenn sie doch Kontakt aufnehmen will, dann kannst du doch sagen, hier, ich würde gerne mal mit ihnen reden oder was weiß ich, mir gefällt das Buch, erzähl doch mal oder Irgendwas so. Höfliches, ne? Ja, irgendwas Höfliches, aber mit einem Vorwurf in ein Gespräch zu starten, ist immer scheiße. Ja, Ist also, keine gute Idee. nee, du mal so als Tipp. Oh Mann, man kann auch sagen, mir gefällt dein Buch oder so, weißt, ist ein schöner Einstieg. Und dann kann man Das ist ein sehr vielleicht, schöner Einstieg. ja, und dann, Das ist ja genau, schon mal das ein Lob. schmeichelt einem schon mal, ne? Oder mir gefällt die Art, wie sie schreiben oder sowas. Ne? Ein Sie ist auch immer schon nett. Ne? Die meisten duzen dich da ja dann gleich und so. Da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, aber es fehlt so ein bisschen die Distanz manchmal. Und in deinem Ort mal so irgendwie so Lesungen machen oder ist es zu klein? Ich glaube, es gibt 200 Einwohner hier oder so. Aber alle außer Sichtweite. 200 Also. potenzielle Leser. Ja, das stimmt. Aber Und da ich glaube, gibt's hier gibt es keine jungen Leute. Oh, Scheiße. Okay. Naja, das macht es natürlich nicht einfacher, ne? Aber ich glaube, das Genre ist mehr so im Internet unterwegs, oder? Gehen die raus? Ja, also ich glaube auch ganz viele junge Leute oder generell in meinem Alter, die finden auch neue Bücher eher übers Internet als über die Buchhandlungen. Und machst du da was? Also du hast einen Instagram-Account, weiß ich, ne? Genau, ja. Und Damit tue ich mich im Moment noch ein bisschen schwer. ja, ich habe da auch so ein ambivalentes Verhältnis zu diesen sozialen Medien, weil irgendwie Ja, mal. auf der einen Seite, manche Autoren können das richtig gut Ja. und haben auch dann wirklich viele Follower und Leser. Aber mir fällt das so unglaublich schwer, dann irgendwie das Buch zu posten, was ich gerade lese. Oder irgendwie, dann bin ich irgendwo draußen und dann poste ich das und dann, ich weiß nicht. Man gibt sehr viel von Ich sich kann das preis nicht. dann auch, ne? Also ich habe da versucht, also möglichst alles privat auszulassen und wirklich nur über Podcasts oder Bücher oder irgendwelche anderen Aktivitäten, die nicht mein Privatleben tangieren, irgendwie publik zu machen. Weil sobald du irgendwie was von deinem Privatleben ausgibst, wenn ich jetzt nicht als künstlerisch aktiv wäre, hätte ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Also weder Facebook noch Nee, TikTok noch ich Instagram. brauche das auch Ja. nicht. Weil es einfach. Ich meine, du kannst ja über ganz viele verschiedene Bücher berichten. Das ist ja immer dann noch eine Vielfalt für Leute, die das interessiert. Wenn ich jetzt, also ich will jetzt auch nicht irgendwie zweimal die Woche mein Buch Ja, wird posten und langweilig, ne? bewerben, weil irgendwann man hat dann da auch. Bist du so in irgendwelchen Foren aktiv oder, also gut, wenn du jetzt in einem 200-Seelen-Ort wohnst, ist natürlich da nichts mit Leseabenden oder so. Aber gibt es da die Möglichkeit, irgendwie so eine, wie nennt sich das hier, hier, wo die Leute sich treffen und ein Buch lesen und dann darüber reden? Da gibt es Wie sowas. so ein Buchclub oder so ein Leseclub? Irgend sowas, ja. Buchclub, ich glaube, Ich das glaube, trifft es das am gibt es besten. hier nicht. Gibt es nicht. Vielleicht an den Schulen, aber Macht es natürlich schwierig, das ne? ist schwierig, ja. Also bist du quasi ganz schön in der Marketingfalle. Wenn ich das. Ich bin, glaube ich, größtenteils wirklich auf das Internet angewiesen. Ja. Was nicht funktioniert. Ja. Ja, weil ich mich so schwer damit tue. Lisa, du bist im Ich hoffe, Arsch. dass ich dieses. Okay, nein. Kein Fall. Du hast ein gutes Buch geschrieben, das wir jetzt hier in diesem Podcast auch mal promoten wollen, ja? Also wirklich. Also hier der Aufruf: Leute, kauft euch alle dieses Buch, weil die Lisa hat sonst keine Möglichkeit. Das wäre schön, ja. Ist total schwierig. Würde mir einen großen Gefallen tun. Ja. Es ist ja auch sehr empfehlendes Buch, deswegen, also ich meine, guck mal, wie ist es, wenn du in eine Buchhandlung gehst, wie gehst du da vor? Also nach was suchst du deine Bücher aus? Lässt du dich da einfach vom Cover inspirieren oder nach Gefühl oder nach, wo du drauf Lust drauf hast oder wie ist denn das? Ich muss sagen, ich bin ein totales Marketing-Opfer, was Okay. Cover und Bild angeht. Also das macht bei mir ganz, ganz viel aus.
überhaupt schon mal, dass ich das Buch aus dem Regal ziehe. Das gell? Also man lässt sich da ganz schön. Ich finde es halt krass, also es gibt ja so etliche Leute, die ich, also gerade hier bei uns ist das ziemlich verbreitet, dass so Hobbyhistoriker die Geschichte von ihrem Ort aufschreiben und dann dem Selbstverlag irgendwie so mit Word zusammenbasteln und so. Ich fasse sowas nicht an, obwohl es vielleicht inhaltlich gar nicht so schlecht ist, ne? Ich meine, es sind ja auch meistens so Chroniken und sowas, ist ja schon voll interessant, ne? Wo kommt denn der Ort her und so, wie war das früher und wie hat es sich entwickelt? Aber diese Bücher sehen meistens so schlecht aus. Warum ist das so? Also, es würde mich echt mal interessieren. Ich meine, es ist ja auch so, dass gerade in der Fantasy-Branche ist es ja, glaube ich, mittlerweile wichtig, dass du einen Farbschnitt hast und so ein Kram. Das macht. Das hat ja im letzten Jahr einen wahnsinnigen Aufschwung gekriegt. Ja, aber was Das soll denn Farbschnitt. das? Das macht doch das Buch nicht besser. Es kostet nur Geld. Ich glaube, das ist so ein bisschen, weil Bücher auch so ein bisschen zum Sammlerstück geworden sind. Ja, da geht's hin, ne? Also es wird zu einem teuren Hobby lesen und deswegen gibt es immer mehr Schmuckbücher. Dieses Aussehen ist immer wichtiger. Die kosten Ja. ja dann auch teilweise. Also, wie gesagt, ich nehme mich da mit rein. Ich bin der Farbschnittkäufer. Mag das richtig gern. Aber ich habe auch schon zugegeben, ich technisch damit wirklich ins Klo gegangen. Der Farbschnitt noch so toll aussah und Ja. die Geschichte dann im Endeffekt. Ja, dann fragt man Ja. sich dann, warum wird das dann so gemacht? Ne? Also warum wird dann eigentlich eine schlechte Geschichte an so ein schönes Buch verschwendet? Also es ist jetzt hart, ne? Aber es ist so. Also man sieht es jetzt auch, die Sandra Thoms hat ja hier in Frankfurt den fantastischen Buchladen aufgemacht und hat eigentlich fast 90, über 90% fantastische Literatur. Und das sieht einfach aus wie ein kunterbunter Bonbonladen, ne? Weil jedes Cover irgendwie versucht, noch schöner zu sein als das andere. Also ist da irgendwie ist schon krass. Also viel Gold im Spiel und geschwungene Schriftarten und auch erstaunlicherweise viel Rot und Grün sind so die dominierenden Farben. Grün. Ich Ja. dachte eher so dunkel, so schwarz, Ja, das auch. Rot-Gold. Also dunkelgrün für so Waldgeister oder so. Dann dieses Schwarz ist dann eher so Dark Romance, ist ja auch schwer angesagt im Moment. Und aber es ist schon heftig. Also Fantastik ist ziemlich stabil, also von dem Erfolg her, weil es da doch eine ziemlich treue Community gibt, die das gerne lesen. Schade, dass das so weit weg ist. Da wollte ich unbedingt auch nochmal vorbeischauen. Ja, es ist ein schöner Laden geworden, wirklich toll. Also sehr zu empfehlen. Und es ist sehr viel Raum für das einzelne Buch in dem Laden. Das finde ich halt persönlich ganz toll. Weil oft ist ja so, wenn du in Thalia oder Hugendubel gehst, da stehen die Dinge einfach mit dem Rücken im Regal. Und boah, also da wirklich ein Buch zu finden, das ist schwierig. Also die im Regal, die sind eigentlich unsichtbar, finde ich. Und Erstmal das, erschlagen von der ja. Masse an Ja, du kannst sie auch gar Angeboten. nichts richtig finden. Weil kein Mensch läuft mit dem schiefen Kopf durchs Regal und liest die Titel. Weil vom. Nee. Ja. Und da kommt wieder der erste Griff, der nach Aussehen geht. Ja, genau. Es ist Also halt was, so. Ne? was erregt meine Aufmerksamkeit? Ja. Das sehe ich raus. Du musst ja schon so einen Eyecatcher haben, der dich einfängt. Und das ist ja so. Also, du guckst ja erst aufs Cover, dann guckst du auf den Klappentext, interessiert mich der Inhalt. Und dann guckst du auf den Preis. Das sind die drei Wege eigentlich. Ne? Wenn du in Und wenn ich 100. noch ganz unsicher bin, lese ich auch noch rein. Ja. Aber das mache ich eher selten. Ja, nö, eigentlich nicht. Also, mir geht es hauptsächlich eigentlich schon um die Geschichte, weil mittlerweile lese ich mehr E-Books. Weil ich einfach nicht den Platz habe, hier so viele Bücher hinzustellen. Also ich hätte schon, aber ich müsste da irgendwas aufbauen oder so. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das kann ich verstehen. Ich habe Und letztes Jahr angebaut, um meine Bücher siehst du, unterzukriegen. das ist nicht so meins. Deswegen, weil ich es halt auch viel mit auf die Arbeit nehme und so und dann über die Schlepperei oder wenn ich irgendwo hinfahre, dann ist das schon sehr praktisch mit dem. Weil ich bin jetzt nicht so der. Wie soll ich sagen? Also ich liebe ja eigentlich eher die Geschichten als die Bücher. Also mir geht es um die Geschichten letztendlich. Und Da geht's ja auch, also da sollte es ja auch am ja. Ende drum gehen. Und So. das, also es muss jetzt kein Buch sein. Ich weiß, viele, die lesen, sagen, sie wollen dieses haptische Gefühl haben, dass sie ein Buch in der Hand halten. Das brauchen die einfach, aber bei mir geht es eigentlich echt nur um die Story. Also ich mag das, wenn ich da reingesaugt werde. Was mir bei deinem Buch echt, also muss ich sagen, wirklich sehr gut. Wenn du sogar so einen alten Sack wie mich da getroffen hast, der mit Fantasy bis dahin eigentlich nichts am Hut hatte.
Und Das ist auch ein Sechser im Lotto. ja, aber du hast eine gute Story erzählt einfach. Es geht um die Geschichte. Ja, das war einfach plausibel alles, weil es auch, wie soll ich sagen, du hast auch, hast jetzt nicht so, also außer die Silbergranaten oder so war da jetzt nichts drin, was man sich nicht hätte vorstellen können, weil die haben sich eigentlich klassisch geprügelt. Aber du hast jetzt Ja, nicht irgendwelche klassische Sache. Zaubersprüche oder keine Ahnung, der muss jetzt hier mit Tränen einer weißen Taube irgendwie beträufelt werden, die vom Papst gesegnet wurde oder sowas, ja. Sehe ich mir für den zweiten Band an. Ja, aber es war halt auch nicht so, also es war greifbar, sagen wir so. Und das finde ich halt sehr schön, dass, dass die Geschichte hat mich gepackt und hat mich mitgenommen. Finde ich super. Das ist das, was ich von einem Buch einfach erwarte, ehrlich gesagt. Dass die Geschichte mich packt und mitnimmt. Darum geht es ja Ja, das ist das letztendlich. Beste, was man hören kann, Ja. eigentlich. Also. Ziel erreicht. Ja. Absolut. Und dann ist halt auch das Cover egal. Eigentlich nicht, erstmal. Beim E-Book schon. Nee, auch nicht. Scheiße. Es ist immer wichtig. Also Cover ist schon wichtig, finde ich. Also macht auch so ein bisschen, also wenn das Cover zum Beispiel edel aussieht oder so, finde ich, das macht schon was mit einem. Und dann Das wirkt dann gleich, als ob die Geschichte auch billig ist. Günstig, würde ich gerade sagen. ja, aber das ist voll unfair, oder? Findest du nicht? Ja, das ist. Aber du denkst, also du erstmal denkst du, es ist kein Profi. Zu Recht, meistens. Und Ja. das macht schon mal ein Geschmäckle. Und dann denkst du, wer in der Lage ist, so ein schlechtes Buch zu machen, der kann ja nichts drauf haben. Also so. Also wer sich bei seinem Cover schon keine Mühe gibt. Ja, Dann ist genau. halt dann der Gedanke, dann hat er sich bestimmt bei der Geschichte auch keine Wenn du jetzt, keine Ahnung, mit ungewaschenen Haaren und Linken zu einem Vorgestellungsgespräch kommst, dann wirst du nicht eingestellt. Und Gegeben. egal, was du drauf hast. Also, weil dann will dich keiner haben. Und so ist es halt eigentlich auch mit Buchcovern. Muss erstmal gut aussehen, damit man mal neugierig wird. Damit man überhaupt die Chance bekommt. Ja, ist eigentlich schon ganz schön oberflächlich, gell? Aber gut. Ist aber so. Ich meine, ich nehme mich da nicht aus. Dann danke ich dir vielmals dafür, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Buchgebabbel aufzutreten. Und Ja, ich ich danke dir hoffe, für. dass wir möglichst viele Zuhörende haben, die dein Buch jetzt neugierig beäugen. Und es wird natürlich in den Shownotes verlinkt, alles, wo man das kriegt und so weiter. Und dann wollen wir hoffen, dass du sehr viel Erfolg damit hast, damit du schön weiterschreinst. Obwohl, das wirst du ja sowieso machen, denke ich mal. Weil wenn du da einmal gepackt bist und wenn du schon sowieso Seite 7 bist, schreibst, wirst du da auch nicht mehr mit aufhören. Und ich Das bin stimmt. gespannt, was da noch von dir kommt, ehrlich gesagt. Ja, mal gucken, was in Zukunft kommt. Ich bin auch gespannt. Ich habe auch noch keine konkreten Ach, ich bin mir sicher. Pläne oder. Da fällt mir schon was. Gut, dann vielen Dank Das wäre dafür. schön. Viel Erfolg mit deinem Buch und mit Ich habe zu danken. deinen Dankeschön. zukünftigen Projekten. Und ja, schönen Tag noch. Dankeschön. Den wünsche ich dir auch. So, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Buchtipp geholfen. Alle Links natürlich in den Shownotes dazu. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.medimüller.de, natürlich auch in den Shownotes zu finden. Und wenn ihr ein Buch geschrieben habt und findet, dass das toll genug ist, dass ich das hier mal vorstellen könnte, dann schreibt mir das doch. Ist egal, ob ihr Self-Publisher seid oder Verlagsautor, ist überhaupt kein Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verlegerinnen und Verleger. Also her mit euren Büchern, ich lese sie gerne und wenn es mir gefällt, dann stelle ich es hier vor, denn hier bleibt alles positiv. Was mir nicht gefällt, wird unter den Tisch gekehrt. Ganz am Schluss der Hinweis, ich bin Unterstützer der Kinderengel Rhein-Main. Wer das ist, findet ihr in den Shownotes. Das ist eine mir ans Herz gewachsene Organisation, die sich dazu aufopfert, Familien zu helfen, die lebensbedrohlich erkrankte Kinder haben. Was genau die machen, findet ihr einmal in den Shownotes und da natürlich auch der passende Link zu ihrer Homepage. Also, bis zum nächsten Buchgebabbel. Es grüßt der Maddie. Macht's gut, schönen Tag, wo immer ihr auch seid.